Da geht's irgendwo hin. Haben wir da aus der Shirek-Höhle. Eingangskammer. Shirek-Brutplatz. Ich weiß nicht, wo es hier hingeht. Da sieht es wie Ausgang aus. Da gehe ich mal nicht rein. Ich will noch die anderen Räume erkunden. Weil ich muss doch wissen, was es hier drin so alles mit auf sich hat. Dass hier aber auch so lange Gänge sind, ne? So. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir so eine Kurve. Da haben wir irgendeine Kammer. Mit noch mehr Shirek. Was haben wir denn hier? Da haben wir einen Korb, da haben wir... Das ist... Ah, Geröll. Ich dachte schon, hier kann man jetzt gar nichts holen. Das wäre ja ein bisschen billig. Wenn man dann hier nichts hätte. So, dann will ich doch nochmal in die andere Richtung da gehen, wo es Richtung Ausgang aussieht. Aber ich glaube... Oder? Ist da noch was? Von wo kam ich jetzt eigentlich? Da war ich tatsächlich noch nicht. So. Und noch einmal. So wirklich hier eine Feldkiste. Ist halt ein bisschen Wut, aber mehr auch nicht. Das ist natürlich nicht so. Das ist jetzt nicht so die Erkenntnis, die man hier gewinnt. Da ist gesperrt. Okay, da kommen wir nicht zurück. Dann müssen wir jetzt wohl oder übel da lang. Dann wollen wir doch mal da hingehen und da hoffentlich aus der Höhle rauskommen. Ich glaube, dann hören wir aber auch wirklich mal auf langsam, wenn wir dann hier vom Planeten wieder runterkommen. Weil ich wollte ja eigentlich nicht so lange machen. Jetzt sind wir wieder fast 3 Stunden dran. So. Oh. Wir haben schon wieder einen Frachter mit schweren Druiden verloren. Wie sollen wir die Reihen der Mandalorianer denn bitte ohne Unterstützung knacken? Alles ist vermint und voller Feinde. Ich weiß, dass wir vorrücken sollen, aber sie sind uns haushoch überlegen. Es geht nicht, General. Wir müssen uns zurückziehen. Ich weiß noch, wie wir angehen. Es gab schreckliche Verluste. Es wäre reiner Selbstmord, weiter vorzurücken. Wir sind einfach zu wenige. Wir haben schon die Hälfte der Männer verloren. Der Rest der Kompanie sitzt an der Absturzstelle fest. Sie können doch nicht verlangen, dass die Truppen vorrücken. Was macht es für einen Unterschied, wenn wir angreifen? Würde unser Opfer irgendwas bedeuten? Kanoriva, später konnte niemand mehr genau sagen, was passiert war, aber wir haben gewonnen. Wir rücken vor, wenn sie es verlangen. Der Pfad ist vermint. Wenn wir angreifen, wird es Verluste geben, General. Erst müssen wir diesmal vorgehen und versuchen, die Minen zu entschärfen. Danke, General. Vielen Dank. So. Praktischerweise ist Entschärfen von Minen ja... recht einfach.
Kann ich die auch entfernen? Oh, kann ich sogar. Dann entferne ich doch einfach die Minen. Damit die nicht so blöd sind und da alle durchlaufen. Das wäre ja auch ein bisschen erbärmlich. So. Truppe, der Weg ist frei. Und jetzt kämpfen wir. So. So, machen wir euch alle Platz. Die mandalorianischen Geister. Wenn ich denn mal vorbeikäme. Ja, da haben wir unsere Truppe diesmal gerettet. Die letztes Mal irgendwie Verluste hatte und was nicht alles. Wie weit geht denn das Ganze noch, sag mal? Wieder so Nebenkammern. Da kann man halt ein bisschen Loot immer rausholen. Ist natürlich ganz nett, aber... Ja. Oh, da war einiges drin. Da kommen wir nicht lang. Da liegt praktischerweise genau Geröll im Weg. Das natürlich viel zu viel ist, dass man da rübersteigen könnte einfach mal. So. Hier ist ja gar nichts. Was ist denn das hier? So. Speichern immer mal. Und dann gegen einen Hisses kämpfen. Ist das wirklich nur der eine? Da steht eine Gestalt. Das sieht nach der nächsten großen Sequenz aus. Da gehen wir erstmal rein. So. Und dann wollen wir da mal die Tür öffnen, wollen da rein. Toter Jedi. Dies ist ein Teil von Jedi Nebelisch. Die meisten Daten beabsichtigt. Es ist nur noch der Eintrag und die Visionen. Sie versuchen mich zu überlisten, indem sie die Gestalt meines Begleiters annehmen. Aber meine Disziplin ist stark und ich habe es gezeigt. Eines fiel durch ein Schild, aber die anderen durch mein Lichtschwert. Alles klar. So, das nehmen wir erstmal und dann machen wir noch den anderen Hisses. So, haben wir das auch geklärt? Da war noch was. Also das war nur das, was ich schon gemacht habe. So, haben wir uns mal hochgeheilt.
Ja, das sieht doch aus, als würde da Krea stehen, wenn ich das richtig sehe. Aber der Jedi meint, die Vision nehmen die Gestalt der Begleiter an. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Es ist bewundernswert, dass ihr es so weit geschafft habt. Was macht ihr? Ihr habt die dunklen Momente eurer Vergangenheit erneut erlebt. Jetzt müsst ihr euch der Gegenwart stellen. Ich will, das ist nur eine Vision. Ihr seid nicht wirklich Krea. Es ist ganz natürlich, dass ihr verwirrt seid. Die anderen und ich werden euch helfen zu verstehen. Die anderen? Weg von ihr. Sie ist eine dunkle Jedi. Das ist nur eine Vision, Enden. Nicht Krea. Ich habe genug von eurer abfälligen Verachtung. Wir sind trotz unserer Differenzen zusammenarbeiten. Hey, was ist denn hier los? Haltet euch da raus, Baodur. Dieser Streit ist zwischen Etten und mir. Ihr bedroht Etten mit einem Lichtschwert und ich soll mich raushalten? Niemals. Senkt eure Waffen. Oh Gott, nicht auch noch T3. Ihr drei fordert mich heraus? Ihr unterschätzt die Macht auf gefährliche Weise. Vergesst es, Krea. Jetzt ist Schluss mit eurer dunklen Beeinflussung. Eure Freunde stellen sich allesamt gegen mich. Lasst ihr das zu? Also, es ist nicht wichtig, ihr wollt was ich tue. Einfach nichts tun? Apathie ist tot. Schlimmer als der Tod. Denn eine modernde Leiche nährt wenigstens Tiere und Insekten. Apathie ist tot. Untätigkeit ist der Tod. Weil jetzt fangen sie an, hier irgendwie rumzusingen. Ich will nicht wissen, was T3 da wieder sagt. Apathie ist tot. Apathie ist tot. Aussage. Apathie ist tot. Oh Gott. Apathie ist tot. Apathie ist tot. Apathie ist tot. Apathie ist tot. Ja, das ist natürlich ungünstig. Das wird euch eine Lehre sein. Wer ist eigentlich auf wessen Seite? Das wird euch eine Lehre sein. Oh. Ja, praktischerweise muss man einfach Krea angreifen, dann gehen alle weg. Das war ja mal der knappste Sieg, den ich je hatte, glaube ich. So. Wollten sie mich alle tot sehen und sind dann also einfach aufgelöst. So, ich glaube, das war jetzt aber tatsächlich die letzte Sequenz. Sicherheitshalber speichere ich nochmal. Hallo, Rivan. Kannst du nicht sprechen oder was? Sie haben sich gefragt, wohin Rivan verschwunden ist. Ja, offenbar. So. Ja, wahrscheinlich, du bist nicht wirklich real. Du bist nur eine weitere Vision. So. Ihr habt diese Prüfung bestanden. Ich bin beeindruckt. Ja. Ich weiß nicht, ich spüre, dass mich dieses Grab verändert. Nicht zum Guten. Ihr überschätzt die Macht des Grabes. Spürt ihr eine Veränderung, so kommt sie aus eurem Inneren. Instinktiv kennt ihr euren rechten Weg. Vertraut auf eure Gefühle. Sie werden euch helfen, die vielen Herausforderungen zu meistern, zu denen euer Weg euch führen wird. Ach so. Was wisst ihr über die Zukunft? Gewiss habt ihr doch gespürt, was euch erwartet. Die Ereignisse formen sich um euch herum, möchten euch in ihre Mitte ziehen.
Ich wusste, dass das mein Schicksal ist in meiner Zukunft. Ich bin bereit zu gehen. Durchsucht den Raum, in dem ihr euch aufhaltet. Ihr solltet einen Durchgang öffnen können, der aus dem Grab heraus... Das hoffe ich doch. Da kriege ich einfach ein kurzes Lichtschwert irgendwo her. So. Ich muss immer noch auf Bewusstsein gehen. Und da wollen wir nochmal gucken, was wir an Talenten noch lernen können hier. Herausragender Kampf mit zwei Waffen. Kräfte. Okay, was haben wir denn da schon? Ist das hier? Geht das überhaupt? Ja, so steht nirgendwo was irgendwie mit Rüstung. Irgendwie wollte es vorher nicht gehen. So, dann würde ich doch mal an den alten Sarkophag. Judo Crash. So. Kein Begrüßungskomitee. Das ist ja jetzt eine Enttäuschung. Ich gehe erstmal durch die falschen Türen, da sind nämlich Sachen. Dann gehe ich auch durch die andere Tür. Da ist immer ein Geröll. Dann speichere ich. Und dann gehe ich durch die letzte Tür. Ach, ja, da sind wir wieder zurück. So, kann ich jetzt meine Leute wiederholen? Dann hätten wir jetzt hier ganz viel erfahren aus der, in der Höhle. Das ist doch auch mal nett gewesen. Ich dachte schon, das war ja, sonst wäre die Höhle ja auch die volle Enttäuschung gewesen. So hat man da wenigstens was drin erlebt. Haben wir denn noch irgendwas nicht erforscht? Da haben wir noch eine Kammer nicht erforscht. Überreste. Ja, ist mir egal. Die haben mich eh nicht gesehen. Das wird euch eine Lehre sein. Ja, das hoffe ich doch. So, hier ist gar nichts. Keramikkrug. Da haben wir noch einen Scheireck. Der war ja mal lächerlich einfach. Da kamen die Gefährten nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. So. Keine Hississe? Ich bin enttäuscht. So. Jetzt mal hier die Karte aufsäcken und dann können wir da auf den Scheibe. So, dann hätten wir das auch gemacht. Und dann können wir jetzt die Höhle verlassen. Nachdem ich nochmal gespeichert habe. Dann gehen wir jetzt noch aufs Schiff und werden dann sehen, was uns da erwartet. So, weil ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich alles gemacht, was man auf Korriban machen muss. Eigentlich wollte ich ja nur in dieser Aufnahme Nashadar fertig machen, aber irgendwie haben wir dann auch noch ganz Korriban gemacht. Das war ja auch nicht so viel. Ich meine, Nashadar war doch deutlich mehr im Vergleich zu Korriban.
Trojaner. Ich möchte mit euch über euren Assistenten sprechen. Ach Mensch, mal wieder. Mein Assistent? Oh ja, was denn? Ich glaube, er findet meine relativ geringe Größe komisch. Ich finde sein herablassendes Piepen und Pfeifen ausgesprochen lästig. Ich dachte, nur Droiden hätten Größenkomplexe. Wenn ich weiter mit ihm arbeiten soll, würde ich es begrüßen, wenn ihr ihn darauf ansprechen könntet. Andernfalls wäre ich gezwungen, eine andere Lösung zu finden. Ach so. Wie denn schon alles? Hier, Krea, ich möchte vielleicht nochmal mit dir dann aber über die Sache da gerade reden. Ja? Habt ihr Fragen an mich? Fragen? Ja. Eventuell. Oder auch nicht. Ja, dann halt nicht. Dann würde ich sagen, beenden wir vielleicht mal an der Stelle die Aufnahme und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann würde ich sagen, speichere ich nochmal. Also von daher, tschüss.